plus 1 fällt, die Investoren kommen. Das ist nicht eine Ankündigung, sondern die These für diese Gesprächsrunde, was diese Veränderungen mit sich bringen und wie die Bundesliga-Clubs damit umgehen sollen. Ich freue mich sehr auf die Gesprächsgäste gleich für Philipp Klotz, der diese Gesprächsrunde leiten wird. Der erste Vertreter war lange beim FC St. Pauli tätig, ist seit 2015 kaufmännischer Vorstand beim 1. FC Nürnberg. Herzlich willkommen, Michael Meeske. Der nächste Gesprächsgast war lange bei Sport 5 als Agentur, auch viel mit strategischen Dingen im Fußball beschäftigt, dann aber viele Jahre Geschäftsführer beim Traditionsverein Rot-Weiß Essen, Dr. Michael Welling. Guten Morgen. Ja, und der dritte Gesprächsteilnehmer steht eigentlich im Augenblick wie keine andere Person für dieses Thema 50 plus 1 im deutschen Fußball. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute Morgen bei uns ist. Seit 1997, ich glaube mit einer kurzen Unterbrechung, Präsident bei Hannover 96. Guten Morgen, Martin Kind. So, Philipp, dann übergebe ich dir die Bühne. Hört ihr mich? So, also Hagen Bostorff hat es erwähnt. Unsere These lautet, 50 plus 1 fällt, die Investoren kommen. Da gucken wir schon ein Stück weit in die Zukunft. Wir wollen bewusst nicht über die Frage 50 plus 1 fällt oder nicht. Das ist, glaube ich, eine sehr juristische Diskussion. Da bin ich A, kein Fachmann und B, wurde diese Diskussion schon oft geführt. Wir wollen den Blick in die Zukunft werfen, aber nichtsdestotrotz der Aktualität Genüge tun und kurz nochmal einen Seitenblick. Herr Kind, das hat wirklich höchste Aktualität, gerade Ihr persönlicher Fall mit Hannover 96. Können Sie uns auf den neuesten Stand bringen? Wie steht es gerade um Ihr Thema mit der DFL? Nein, Neuigkeiten kann ich nicht berichten. Der Antrag ist gestellt, die notwendigen Unterlagen testiert, eingereicht und jetzt gilt es, dem Präsidium die Entscheidung zu treffen. Basis dieser Entscheidung ist das Schiedsgerichtsurteil aus dem Jahre 2011. Dort ist die Frist, 20-Jahres-Frist, definiert. Und bei dieser Entscheidung des Präsidiums geht es nicht nach unserer Einschätzung um die Frage, die wirtschaftliche Frage, die ja immer wieder spekuliert wird, sondern es geht darum, Rechtsfragen, die definiert sind, zu beurteilen. Persönlich empfehle und erwarte, dass dieser Antrag bestätigt wird. Das heißt, im Umkehrschluss 50 plus 1 bleibt bestehen. Es wird in der öffentlichen Diskussion häufig missverstanden, sondern wenn bestätigt, bleibt 50 plus 1 plus die 20-Jahres-Regelung bestehen. Die Alternative ist der Rechtsweg. Aber das heißt, wenn Sie keine Zustimmung bekommen, das ist ja eine indirekte Drohung, dann gehen Sie... Nein, das ist so, dem Wort muss ich deutlich widersprechen. Nein, das sind Spielregeln, das sind Rechtsfragen und es ist von Anfang an gesagt, dass dann der Rechtsweg beschritten wird. Nicht aber mehr, nicht weniger. Woran hakt es gerade noch? Ich weiß es nicht, ich bin nicht beteiligt da. Es ist sehr hoheitlich, man erfährt auch überwiegend nur Spekulation, wird sehr viel spekuliert. Aber es gibt keine offiziellen irgendwo, nicht mal, dass es, ich höre, am Montag entschieden werden soll. Ich weiß es nicht, aber ich habe es gehört. Ob das die Spielregeln sind, darüber kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, Michael, wir duzen uns, ich glaube, das lassen wir dann auch so auf der Bühne. Du bist ja im DFL-Präsidium. Kannst du uns mehr verraten, wann es da eine Entscheidung geben wird? Völlig überraschend, muss ich mich an der Stelle zurückhalten. Deswegen muss ich auch um Nachsicht bitten. Und bin ja heute auch als FCN-Vertreter hier auf der Bühne. Deswegen kann ich sicherlich eine ganze Menge zu FCN-Positionen oder zu meinen persönlichen Einschätzungen zum Besten geben, aber mich jetzt auch nicht zum laufenden Verfahren in Anführungszeichen äußern. Ist das eigentlich in, wie habe ich mir das vorzustellen, das DFL-Präsidium besteht ja auch aus verschiedensten Clubvertretern. Also man entscheidet ja dann auch über
die Zustimmung eines ja, Mitkonkurrenten am Ende des Tages. Ist das wie fühlt sich das an, auch für ein Kind? Also ich glaube, davon muss man sich in vielfältigen Bereichen natürlich bestmöglich freimachen. Weil wir natürlich auch, sei es ein bisschen auch zur Lizenzierungskommission oder in ähnlichen Bereichen, immer wieder auch Präsidiumsmitglieder dann dort eingesetzt werden. Und diese müssen dann versuchen, natürlich bestmöglich das eine vom anderen zu trennen. Und das, glaube ich, gelingt aber im Regelfall erfahrungsgemäß auch sehr gut. Und deswegen ist meiner Einschätzung eine neutrale Diskussion und eine sachliche Diskussion. Und die wird dann auch zu einem entsprechenden Ergebnis führen. Und auch in baldiger Zukunft. Also da musst du dich enthalten. Ja, also durchaus gibt es jetzt da, glaube ich, eher ein kurzfristiges Zeitfenster. Okay. Ein letzter Punkt, dann springen wir wirklich in die Zukunftsdiskussion und verlassen ein bisschen den aktuellen Fall Hannover 96. Wenn das jetzt abgelehnt würde, sagen Sie, gibt es einen juristischen Weg. Ist denn das Thema auch Schadensersatz im Raum? Oder entsteht dann Schaden für Sie? Es gibt ja dann, ist verbandsrechtlich gibt es dann wieder erst einmal das Widerspruchsverfahren. Und dann erst die Option für das ordentliche Rechtsverfahren. Da werden alle Felder, die möglich sind, intern bei uns diskutiert, mit Rechtsberatungen diskutiert. Und dann werden wir Entscheidungen treffen. Ich schließe nichts aus. Okay. Werfen den Blick nach vorne, werfen den Blick auf den FCN und Rot-Weiß Essen. Wie sieht's, könnt ihr uns da kurz mal auf Ballhöhe bringen? Wie sieht es da im Thema Ausgliederung und Suche nach Investoren aus? Vielleicht fange ich mal an. Wir befinden uns ja gerade im laufenden Prozess. Wir haben noch eine gewisse Kurskorrektur vorgenommen. Wir sind ja seit einem Jahr in dem Thema aktiv, etwas über einem Jahr. Haben jetzt aber erst dann nach einem Dreivierteljahr Abschied mit den Finanzbehörden auch schwarz auf weiß lesen dürfen, dass wir dann doch einer nicht unerheblichen Steuerlast entgegensehen im Zuge einer solchen Ausgliederung, also allein für die technische Ausgliederung und dass die stillen Reserven, die wir heben wollten, um auch bilanzielle Vorteile nutzen zu können, auch bereits ohne eben einen entsprechenden strategischen Partner gefunden zu haben, dass die dann doch nicht so langfristig wirken. Und deswegen haben wir für uns jetzt festgelegt, dass wir eigentlich jetzt zunächst die Suche nach einem etwaigen strategischen Partner oder mehreren in den Vordergrund stellen. Und wenn wir da eine vernünftige FCN-spezifische Lösung finden, dann werden wir das Thema der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorlegen in einem Paket. Und in dem Prozess sind wir jetzt gerade. Wir haben das vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt am Rande auf dem Wege dorthin mit den verschiedensten Anspruchsgruppen, die wir so haben. Sei es Wirtschaftsvertreter, Fanvertreter, Mitgliedervertreter und so weiter und so fort, bestimmten Wahlmechanismen ausgewählt. Letztendlich dann die entsprechenden Beteiligten haben wir auch ein halbes Jahr lang relativ intensiv diskutiert und haben für uns bestimmte Rahmenbedingungen festgelegt, innerhalb derer wir meinen, eigentlich dann einen FCN-spezifisch passenden Partner finden zu können. Aber das ist dann ungefähr der Weg, den der VfB Stuttgart auch gegangen ist? Am Ende ist es ein Stück weit ja, ähnlich dem Weg, den der VfB gegangen ist, das stimmt. Und bevor wir gleich zu Rot-Weiß Essen kommen, wie darf ich mir so eine Investorensuche vorstellen? Ist das ähnlich wie die Suche nach einem Hauptsponsor? Macht das dann auch Lagardère Sports mit? Machst das nur du oder wie darf ich mir sowas vorstellen? Das ist sicherlich eine vereinshoheitliche Aufgabe. Also da nutzen wir natürlich auch mal den einen oder anderen Kontakt, den Lagardère aus seinem Netzwerk hat. Wir reden natürlich auch in erster Linie mal im ersten Schritt, weil es das Naheliegendste nicht nur geografisch ist, natürlich mit fränkischen Unternehmen als 1. FC Nürnberg zu reden. Und da haben wir natürlich als Verein aber auch eine ganz adäquate Kontaktstruktur und die nutzen wir. Wir haben auch einen sehr gut besetzten Beirat, auch einen starken Aufsichtsrat, da gibt es auch vielfältige Kontakte, sodass wir eigentlich schon der Meinung sind, dort mit jedem relevanten Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Und dann kriegt man ja auch ein ganz gutes Gefühl dafür, gibt es da eigentlich eine Chance auf Realisierung zu einigermaßen adäquaten Bedingungen oder eben nicht. Und in dem Prozess befinden wir uns gerade, führen relativ viele Gespräche. Kein ganz leichtgängiges Thema, muss man auch sagen, logischerweise. Ähnelt auch so ein bisschen der klassischen, sagen wir mal, Trikotsponsoring oder Sponsoring-Akquise großer Partner. Also von daher jetzt auch kein ganz ungewohntes Terrain, aber eben auch kein ganz einfaches. Okay. Michael, Rot-Weiß Essen spielt in der vierten Liga. Also ist das Thema Ausgliederung, Investoren sogar auch für die vierte Liga ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Also für uns auf jeden Fall. Für andere Wettbewerber bei uns in der Liga ist das schon Vergangenheit gewesen. Also wir haben tatsächlich auch in unserer Liga schon Vereine, die Investoren integriert haben. Stichwort Bayer Uerdingen an dieser Stelle. Wir haben da einen relativ langen Meinungsbildungsprozess schon angestoßen, haben einen solchen hinter uns, haben viele Workshops gehabt mit unseren Fans, mit interessierten Gruppen und haben jetzt letztes Jahr im Juni von der Mitgliederversammlung tatsächlich das Mandat bekommen, uns jetzt intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen, tatsächlich mal die Rahmenbedingungen zu definieren, tatsächlich mal
Satzungen auszuarbeiten, in welcher Form wir uns das vorstellen können, tatsächlich auszugründen und dann eben auch eine Investorenbeteiligung zu realisieren. Du bist ja im Nebenberuf noch Professor für Ökonomie, Sportökonomie, und hast dich da, finde ich, eine sehr spannende Arbeit, durften wir auch mal reingucken, mit dem Thema auseinandergesetzt. Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Arten von Investoren? Zu welchem Ergebnis bist du da gekommen? Ja, Ergebnis ist jetzt, also wir haben es mal strukturiert. Ich glaube, dass man da eben sehr stark auch differenzieren muss in der dann auch öffentlichen Diskussion, aber dann eben auch mit Blick auf den Verein selbst. Wir haben damals 4 unterschiedliche Typen definiert. Das eine, den haben wir benannt eben als Mäzenatentum-Investor. Das sind eben vielleicht Friends and Family, die eben weniger renditeorientierte Erwartungen haben, sondern die sagen, ich will diesen Verein, den ich vielleicht schon lange unterstütze, weiter unterstützen. Vielleicht ist Herr Hopp ein solches Beispiel, vielleicht Herr Kind, das müsste man diskutieren. Das zweite sind eher ja, Sponsoren mit absichernden Interessen, Stichwort Adidas bei Bayern München, vielleicht auch Evonik bei Borussia Dortmund, die eben sagen, ich investiere, um eben eine langfristige Partnerschaft zu realisieren, dadurch aber vielleicht auch mein Sponsoring-Engagement der letzten Jahre eben auch weiter zu kapitalisieren und entsprechend da auch eine Hürde einzubauen, damit nicht ein Wettbewerber mit viel Geld dann tatsächlich mein Investment da kaputt machen kann. Das dritte sind dann vielleicht strategische Partner, insofern, dass es Unternehmen sind, vielleicht aus der gleichen Branche, aus ähnlichen Branchen, Stichwort Investoren, die vielleicht andere Entertainment-Objekte schon hatten und unterstützt haben, die vielleicht andere Vereine in Nordamerika, andere Sportarten unterstützt haben oder Stichwort Anschutz Entertainment Group, die eben sowas machen. Und das letzte sind dann klassische renditeorientierte Investoren. Ich glaube, da muss man unterscheiden, diese 4 Typen. Da gibt es vielleicht auch noch mehr, das ist sicherlich nicht abschließend. Und da gibt es halt dann eine ganz unterschiedliche Motivlage und jeder Verein muss entscheiden, welchen Investoren er dann eben auch tatsächlich ein Angebot machen will, sich zu beteiligen. Und welchen Typ sucht ihr? Ja, wir suchen ja noch nicht. Bei uns kommen viele da. Wünsch dir was wäre, gerne hätte ich einen Mäzen, der sagt, mir ist alles egal, hier ist ganz viel Geld. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Absichernde Sponsoren ist bei uns aktuell kein Thema. Also wir haben jetzt keine großen Sponsoren, die über viele Jahre den Verein groß schon unterstützen. Also von daher scheidet das aus. Ich glaube, eine strategische Partnerschaft wäre sicherlich sinnvoll. Ob das bei Rot-Weiß Essen denkbar ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube aber, dass tatsächlich renditeorientierte Investoren bei Rot-Weiß Essen durchaus ihre Bedürfnisse erfüllen können, wenn es gelingt, mit Rot-Weiß Essen dann in die zweite Liga zu gehen, um dann vielleicht tatsächlich ihre Anteile die dritte überspringen. Also wir haben ja einen Antrag gestellt auf Zwangsaufstieg, der ist nie angenommen worden. Vielleicht muss ich mit Michael nochmal sprechen. Also wir wollen dann schon auch irgendwann in die zweite Liga und dann könnte ein möglicher renditeorientierter Investor seine Anteile verkaufen und ich glaube dann eben auch durchaus mit höheren Renditeerwartungen da reingehen. Herr Kind, was für ein Investor sind Sie? Ja, keiner der genannten. Ja, das ist Hannover, jede Stadt und jeder Verein hat seine eigene Vergangenheit, seine eigene Kultur. Und Hannover, ich muss erinnern, spielte damals in der dritten Liga. Es war extrem schwierig, überhaupt Personen oder Unternehmen zu sensibilisieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nein, wir, die Eigentümer, das darf ich vielleicht erwähnen, das ist das Widersinnige bei diesem ganzen Verfahren. Ich könnte da viel zu sagen, auch Compliance und viele Dinge mehr, die man dann mal kritisch diskutieren müsste. Aber diesen 4 Gesellschaftern gehört die HDI Arena, gehört der gesamte Profibereich und die Holding, die also alles zusammenhält, oder die, wo die 4 Gesellschafter gebündelt sind. Das heißt, es gehört alles. Wir reden hier bei 96 ausschließlich um die Komplementär GmbH. Alles andere ist geregelt, gehört 100% den Gesellschaftern. Da muss mir viel, wenn man mal unternehmerisch denkt und betriebswirtschaftlich und unternehmensrechtlich, müsste einiges erklärt werden, wieso man das verhindern kann. Ich will da nicht tief drauf eingehen, da kann man sehr viele andere Denkmodelle, die auch rechtlich tragfähig sind, natürlich entwickeln. Nein, wir in Hannover, das sind 4 hannoversche Bürger, die alle ihre Unternehmen in Hannover haben, die bereit waren, in einer kritischen Phase Kapital als Risikokapital für die Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Da sie auch alle in Hannover wohnen, werden sie nicht mutig sein, falsche Dinge zu tun. Sie leben dort. Nein, die haben eine hohe Identität mit der Stadt, mit Hannover 96 und das prägt sie.
Und das, deswegen machen sie es. Es wird auch nicht weiterverkauft, Anteile oder ähnliche Dinge. Man hört ja so Grimmsche Märchenstunden überall. Nein, das entscheiden wir schon selber. Da brauchen wir auch keine DFL oder andere. Diese Gesellschaft, da sind hannoversche Bürger, verantwortungsbewusst. Und sie machen es für die Stadt und für 96. Und was ist Ihr Motiv? Also Sie tun sich da ja gerade einen Zwei-Fronten-Krieg an. Einerseits mit den Fans und dann mit der DFL sind da viele... Der Gesellschaft da berücksichtigen. Ja, ich bin nur mittendrin. Und aber was ist Ihr Motiv? Ja gut, wir haben in 20 Jahren, denke ich, viel geschaffen. Ich habe es gesagt, HDI-Arena, 15 Jahre Erste Liga und jetzt haben wir auch ein sehr attraktives Nachwuchsleistungszentrum fertiggestellt, ohne Fremdkapital. Das heißt, die Gesellschafter stehen dafür. Und wir haben es eben wirklich für die Stadt getan, aber jetzt... Und das geht doch nur darum, wer entscheidet über Investitionen, wer entscheidet über Haushalt, den Haushalt und hier bei dieser konkreten Frage, wer entscheidet über die Besetzung der Geschäftsführung. Nicht mehr und nicht weniger ist das Thema. Und ein Kasus, alles andere gehört denen sowieso, den vier Leuten. Ein Kasus Knactus ist jetzt, man muss ja über 20 Jahre nicht nur den Verein fördern, sondern so steht es, glaube ich, in den Statuten. Es gibt keine Statuten. Aber es steht, wie nennt sich nicht Statuten, sondern... Es gibt eine Satzungsregelung und eine Auslegungsleitlinie. Das eine Empfehlung. Eine Empfehlung, die besagt, dass man in Höhe eines Hauptsponsors über 20 Jahre den Verein fördern soll. Richtig? Also ich will das mal anders beantworten. Ich habe dir gerade gesagt, was wir geschaffen haben, HDI Arena, Nachwuchsleistungszentrum, 15 Jahre Erste Liga. Und wir haben immer das Kapital, wir sind alles groß. Rossmann ist ein großes Unternehmen, macht 9 Milliarden Umsatz, aber die anderen sind mittelständische Unternehmen. Und so ticken wir auch. Und so handeln wir auch. Und so entscheiden wir auch. Wir haben immer das Kapital zur Verfügung gestellt, das wir gebraucht haben, um diese Entscheidung erfolgreich umzusetzen. Da bin ich sehr stolz drauf, dass wir mit relativ geringem Einsatz sehr viel geschaffen haben. Das ist die eigentliche Leistung. Und die vergleichen im Moment immer das Engagement von Herrn Hopp. Das ist ganz anders. Und in Hannover haben wir keinen Milliardär, der eben mal 300 oder 400 Millionen zur Verfügung stellt, um diese Prozesse zu entwickeln. Nein, wir müssen uns mit den spezifischen Voraussetzungen auseinandersetzen. Und es kann nicht A und B miteinander verglichen werden. Können Sie konstatieren oder zusammen, haben Sie zusammengerechnet, wie viel Geld Sie investiert haben in Hannover? Ja, das werden wir. Ja, natürlich wissen wir das. Das wissen wir natürlich genau. Wollen Sie uns das sagen? Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber wir wissen immer, dass wir bereit sind, das zur Verfügung zu stellen, was notwendig ist, um den Prozess der Entwicklung zu finanzieren. Wir geben nicht mehr Geld, geben 50 Millionen rein oder 100 und dann werden sie ausgegeben. So ticken wir nicht. Wir ticken einfach anders. Und so entscheiden wir auch. Wieder den Blick nach vorne. 50 plus 1 fällt und die Investoren kommen. Was glaubt ihr, was glaubst du, Michael, welche Clubs werden hauptsächlich profitieren? Sind das die großen Clubs, wenn das BVB und Bayern sein, die sich dann noch einen kleinen Minderheitsgesellschafter reinholen? Oder sind es eher die kleinen Clubs, wo ich mit verhältnismäßig kleinem Geld ja auch große Anteile erwerben kann? Na, grundsätzlich glaube ich erstmal daran, dass die Marktdynamik allgemein zunehmen wird, weil einfach mehr Kapital in den Fußball fließen wird. Ich würde unterstellen, dass zumindest mal im ersten Schritt auch jetzt nicht sofort alle sagen würden, okay, dann verkaufen wir jetzt die Mehrheit, sondern dass wir eher vielleicht so eine Art zwei Cluster sehen werden. Die einen kooperieren dann mit den Investoren in umfassendem Maße, die anderen verweigern sich, das klingt so negativ, aber sagen, nee, wollen wir erstmal noch nicht machen, zumindest jetzt nicht so ausufernd. Und glaube ich, die Polarisierung wird zunehmen zwischen diesen beiden Clustern. Es kann aber durchaus sein, dass es innerhalb der Cluster zu einer gewissen Angleichung kommt. Also dass vielleicht ein Verein, der momentan der zweit-, dritt-, viertgrößte ist, sagt, okay, ich verkaufe jetzt eben dann für 1 Milliarde, 100%, kann ich jetzt ja. Und dann sagt vielleicht der unter Umständen leistungsstärkste Verein, da will ich aus verschiedenen Gründen erstmal nicht machen. Und schon hat vielleicht die Nummer 2, 3, die das dann macht, plötzlich mal die Möglichkeit, wirtschaftlich den Nachteil, den es bislang unter Umständen gibt, dann zu egalisieren über mehrere Jahre hinweg mindestens mal. Das meine ich damit, dass, glaube ich, schon eine gewisse Homogenisierung stattfinden kann. Generell denke ich, dass jeder Verein natürlich eine eigene Bewertung hat, logischerweise, dass die Großen wertvoller sind, weil meist ja ein Umsatzmultiple so die zentrale Kennzahl ist bei den bisherigen Transaktionen im Markt zumindest. Und dann gibt es natürlich für einen mit 500 Millionen Umsatz mehr Geld als für einen mit 50 Millionen. Das ist ja ein logisches Rechnerexempel. Der Hebel mag sogar für den Kleineren in Relation eigentlich für ihn sogar ausgeprägter sein.
Trotzdem will ich sie nicht als Allheilmittel einführen, sondern ich glaube einfach, es ist eine Konsequenz, mit der man sich beschäftigen muss, zumindest mit der Hypothese, die ihr aufgestellt habt. Und das wird schon auch signifikante Veränderungen im Markt herbeiführen. Aber es ist ja immer eine Frage, welche Perspektive nehme ich ein? Nehme ich die Club-Perspektive ein oder nehme ich die Investor-Perspektive ein? Michael sagt ja, großes Renditepotenzial von der vierten, wenn man von der vierten in die zweite Liga aufsteigt, wird der Wert sich vervielfachen. Also wir haben sicher den einen Punkt, den man sich vor Augen führen muss, jetzt zum Beispiel, wenn wir aktuell jetzt auch unser Nürnberg-Beispiel uns mal anschauen, dann reden wir natürlich in der Situation vor dem Fall von 50 plus 1. Wir haben in Abstimmung mit den Anspruchsgruppen eben auch festgelegt, was wir für einen Anteil veräußern wollten. Nämlich? Das sind 24,9%, also wenn man in GmbH-AG-Struktur gedacht und also analog auch was VfB Stuttgart, HSV, Bayern ist glaube ich 70-30, aber das ist ja so die Range von vielen Traditionsvereinen, auch mit einer breiten Vereinsbasis und da fühlen wir uns ganz komfortabel. Dann kommt natürlich häufig die Diskussion, da seid ihr unterbewertet, jetzt verkauft er, dürft ihr nicht verkaufen. Dem würde ich mir entgegenhalten, na gut, wenn du wenig andere Möglichkeiten hast, noch zusätzliches Geld zu akquirieren und willst einen Impuls setzen, dann wird es vielleicht nicht viel mehr andere Möglichkeiten geben, um diesen Impuls zu setzen und eigentlich wieder überhaupt erstmal in eine Phase zu kommen, wo du dich marktdurchschnittlich nur entwickelst und dann damit schon mal deine Bewertung entsprechend zu heben. Wenn man dann noch ein bisschen das Pulver trocken hält, glaube ich, hat man einen Vorteil, weil wenn 50 plus 1 mal fallen sollte, werden die Preise sicherlich nochmal steigen, weil es dann wirklich auch um Mehrheitsstimmrechte geht. Und da werden sicherlich Aufschläge für gezahlt werden. Deswegen glaube ich, muss jeder Verein mal schauen, muss er einen Impuls setzen jetzt? Ist er eher unterbewertet? Ja, nein? Macht Sinn, wie viel jetzt zu veräußern? Und wie lange kann man, wie lange will man, wie lange muss man vielleicht warten, wenn man denn im Hinterkopf hat, unter Umständen mehr zu verkaufen, was wir jetzt gar nicht haben. Aber wir gehen natürlich auch davon aus, dass unter Umständen bestimmte Marktmechanismen dann greifen und es auch nochmal neue Realitäten geben wird. Da muss man vielleicht Dinge auch nochmal neu überlegen. Aber das ist jetzt ein ganz ferner Schritt. Meinst du, Michael, ja, auch aus der sagen wir mal, wissenschaftlichen Perspektive, was wird sich durchsetzen? Die Investoren wollen die Mehrheiten dann bekommen, erzielen und dadurch ja dann vielleicht auch im Folgeschritt auch nochmal neu investieren, um dann eben zu sagen, weil momentan ist die Sicht oder die Argumentation aus Clubsicht so ein bisschen dusch mich, aber mache ich mich nicht nass. Also ich will einen Investor, will aber bitte alle Hoheit weiter bei mir haben, will ein bisschen neues Geld haben. Die Investoren haben ja andere Interessen. Ja, die meisten Investoren haben andere Interessen, in der Tat. Das zu prognostizieren ist sehr schwer. Ich glaube, das ist dann auch eine Frage des Zeithorizontes. Ich glaube, wenn man einen langen Zeithorizont anlegt, dann wird sich das dramatisch ändern. Und in der Tat, das, was Michael gerade sagte, wird ja passieren. Also wir reden ja jetzt eigentlich von einer Verlagerung des Wettbewerbs. Das heißt, diejenigen Vereine, die eben früh es schaffen, Investoren an sich zu binden, haben dann eben die Möglichkeit, dieses Geld zu investieren, um vielleicht dann sportliche Vorteile zu haben und dadurch eben vielleicht andere Nachteile auszugleichen. Das wird möglicherweise den Leidensdruck auf andere dann wieder erhöhen. Also wir wissen, wovon wir reden. Also Leidensdruck in der vierten Liga ist sicherlich höher als Abstiegskampf in der ersten Liga. Das ist ja Wellnessurlaub dagegen. Also von daher, also ich glaube, das hat dann mit Leidensdruck zu tun und dann eben tatsächlich damit zu tun, was eben dann für eine Marktdynamik kommt. Und letztendlich wird sich, wenn wir den Markt komplett öffnen, dann tatsächlich eben auch eine Dynamik da entwickeln. Der erste Schritt ist, dass jeder Verein definieren muss, was will er, wozu ist er bereit, wie viel will er abgeben, von Mitbestimmungsrechten vor allem. Und die andere Frage ist, glaube ich, die ist viel, viel wichtiger. Ich glaube, dass die Liga insgesamt, der deutsche Fußball sich insgesamt eben überlegen muss, auch wenn ich 50 plus 1 öffne, wenn das Ganze fällt, was für andere Regelungsmechanismen führe ich ein, um eben die Integrität des Wettbewerbs zu behalten, um eben auch das Thema Competitive Balance hochzuhalten, weil das, glaube ich, viel, viel wichtiger ist als andere Fragen dann. Die ist ja momentan nicht so ausgeprägt, die Competitive Balance. An der Spitze vielleicht nicht. Genau, es ist die Frage, wie man es rechnet. Also wenn man die 17 Vereine nimmt hinter FC Bayern, dann geht das, glaube ich, relativ gut. Wenn man Bayern dazu nimmt, eben nicht. Das muss man aber auf lange Frist betrachten und darf nicht die Momentaufnahme da sehen. Herr Kind, schützt 50 plus 1 vor allem die Dominanz des FC Bayern München? Nein, ich glaube, dass Bayern München weiter ist im Denken. Sie werden solche Gedanken nicht mehr haben. Soweit ich informiert bin, sind Sie der Auffassung, dass die Vereine selber entscheiden sollen, welchen Weg sie gehen. Ich denke, das ist ein vernünftiger Vorschlag. Und Bayern München hat immer mehr Optionen als alle anderen. Nur, wir müssen sehen, wenn ich 96 sehe, wir sind unter wirtschaftlichen Fragen nach dem Abstieg, sind wir jetzt einer der letzten drei Vereine. Ich sehe keine Chance mehr, dass wir uns wettbewerbsmäßig wirklich so stabil weiterentwickeln, wie es notwendig wäre oder wie wir es auch wollen. Wenn wir das umsetzen wollen, dann brauchen wir einfach nochmal Kapitalerhöhung. Und hier bitte ich um Verständnis, dass die Gesellschaft, zusammen, wenn 50 plus 1 geregelt ist,
dann sind wir auch bereit, Kapitalerhöhungen zu machen. Jetzt Kapitalerhöhungen durchzuführen und das Risiko zu gehen, die Zustimmung nicht zu erhalten, das wird keiner mit Verstand erwarten. Nein, wir brauchen die Entscheidung, dann werden wir Kapitalerhöhungen durchführen, damit wir die Wettbewerbsfähigkeit im sportlichen Bereich weiterentwickeln. Sonst laufen wir dieser Entwicklung immer hinterher. Kapitalerhöhung, dass Sie nochmal neues Geld reingeben? Oder? Erst einmal, und wir können ja auch neue Gesellschafter noch aufnehmen. Nicht? Wir haben beide Optionen. Die Altgesellschafter plus neue oder nur die Altgesellschafter etc. Also da gibt es ja viele Optionen. Aber diese Entscheidungen werden erst getroffen, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind. Glauben Sie, wenn 50 plus 1 fällt, dass es einen großen Run geben wird von anderen Investoren? Ich kenne Vereine, ist ja alles so nicht immer ehrlich, will ich es mal so sagen. Es gibt Vereine, die suchen schon seit langer Zeit Investoren. Sie finden keine. Und die werden nicht Schlange stehen. Und sie werden auch, wenn sie 24,9% erwerben können, haben sie ja letztendlich wenig Einfluss auf die Entscheidungsprozesse. Ich vermute, das wird eine sehr reduzierte Nachfrage sein. Ich glaube, wir müssen hier die Voraussetzungen schaffen, dass die Investoren, wenn sie also ein hohes Engagement umsetzen sollen, dass wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Alles andere ist auch sehr unseriös. Und ich würde auch jedem Unternehmen, besonders wenn es börsennotierte Kapitalgesellschaften sind, da muss der Vorstand sein, Aufsichtsrat und so weiter. Also er muss sein Engagement schon deutlich begründen können, um eine solche Entscheidung zu treffen. Also meine Empfehlung ist, sich zu öffnen, jedem Verein zu überlassen, welchen Weg er geht. Und dann wird sich zeigen, wer eben die Voraussetzungen schafft, Investoren oder Gesellschafter oder was auch immer letztendlich zu überzeugen. Michael, ist das konsensfähig in der DFL? Also ich persönlich, da rede ich jetzt aber nicht für die DFL, habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit der vermeintlichen Freiheit, dann kann doch jeder selbst entscheiden, was er macht, weil es wird einfach einen Marktzwang dann geben oder Marktmechanismen geben und wenn man sich ein Stück weit dem Erfolg verpflichtet fühlt, dann wird man sich auch an den Marktgegebenheiten orientieren müssen und dann kann man zwar sagen, ich verzichte mal drauf, ich könnte jetzt die Mehrheit abgeben, aber ich verzichte einfach mal drauf, weil ich das nicht will. Das wird dann aber seinen Preis kosten letztendlich und das werden sich dann auch wiederum viele überlegen, die vielleicht eigentlich damit kokettieren, wäre schon schön, wenn wir da immer die große Mehrheit beim Verein hätten, aber am Ende wollen wir Erfolg haben und wenn wir den wahrscheinlicher erzielen können, indem wir dann doch nur noch über eine Minderheit verfügen, dann müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken. Das meine ich damit, ist so eine vermeintliche Freiheit, die da hier und da skizziert wird, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber ich bin auch wiederum bei Herrn Kent. Ich glaube, gerade der Verkauf von Minderheitsanteilen ist jetzt erstmal kein Selbstgänger, gerade wenn man dann vielleicht noch sagt, es wäre schon schön, wenn es irgendwo ein Unternehmen aus der Region wäre und es gibt irgendwo einen besonderen Fit zwischen Verein und Partner und so weiter, da wird dann logischerweise die Luft so ein bisschen dünner. Das sehen wir auch natürlich gerade. Generell, wenn mal 50 plus 1 fallen sollte, bin ich aber der festen Überzeugung, aufgrund der Werthaltigkeit und auch der Wertentwicklungsperspektive von Fußballclubs, wird es da einen starken Run geben. Wenn man persönlich sagt, freies Spiel der Kräfte, ich würde jeden Investor nehmen, den es auf der Welt gibt, der sich für mich interessiert, dann glaube ich, wird es da eine große Nachfrage geben. Bei Investor sind dann jetzt nicht mittelständische Unternehmer oder wenn du sagst großer Run, sind das dann auch die internationalen Investoren? Das wird aus meiner Sicht die Mischung sein von den vier Clustern, die wir da gesehen haben. Das werden dann vielleicht die sein, die sich Sugar Daddy dann mal überlegen, ich hole mir mal einen Verein und hätte ich immer gern mal gehabt und dann gucke ich mal, was da passiert und dann wird es strategische Partner geben, die wollen vielleicht weitere Interessen absichern. Oder können Synergieeffekte stiften, wie Anschluss Entertainment Group oder ähnliche Organisationen. Also glaube ich, das wird eine vielfältige Form von potenziellen Investoren geben. Wie ist das Thema auch mit Fans? Also wenn jetzt, wenn man den Fall skizziert, Herr Heine, sagen wir jetzt mal, er wäre Milliardär, der kommt ja von Adidas, ist ja auch bei euch in der Region, der würde sagen, der würde den Fans eröffnen, ich will richtig investieren in den Club und wir können dann morgen wieder den FC Bayern angreifen. Sind die Fans für sowas empfänglich oder wollen sagen, wir wollen einfach unseren Fußball, unsere Heimat schützen? Also ich glaube, die Basis und gerade auch da der kritische Teil, für die würde das jetzt nicht reichen letztlich, weil es einfach gerade wenn Einzelpersonen, jetzt will ich gar nicht Herrn Heiner zu nahe treten natürlich, aber wenn Einzelpersonen derartige Aussagen tätigen, glaube ich, hat man schnell so ein Misstrauen und sagt, mangelnde Stabilität, wenn der morgen anderes Lieblingsspielzeug findet, dann lässt er das vielleicht doch wieder fallen oder sagt, in Liechtenstein will ich lieber ein bisschen Steuern sparen und mache dann eine Stiftung auf und ziehe das alles ab vom Verein. Ich denke, da sind Modelle, wo quasi auch große Unternehmen sich committed haben aus der Region zu einem Verein, wahrscheinlich die idealtypischen.
oder ganz langjährige Sponsoringpartner, wo wirklich auch die eher kritisch draufschauenden an der Basis immer unterstellen würden, okay, der wird schon lange den Verein begleiten, das hat ein hohes Maß an Stabilität. Das wird schon entscheidend sein in der Beurteilung gerade der kritischen Ausgliederungsgegner vielleicht. Aber ist es nicht irgendwo eine Mehr, dann wird der böse Investor weggehen und hinterlässt den Club in Trümmern. Wo hat es das gegeben? Also wenn der Club doch attraktiv und sportlichen Erfolg hat und attraktiv spielt, siehe England, also ob Herr Abramovic ist nicht abgehauen, die Araber hauen nicht bei Man City ab, die Glazers hauen nicht ab. Also wo findet das statt? Also ist das eine Scheindiskussion? Ich glaube, es ist in weiten Teilen auch eine sehr emotionale Diskussion, wo es um Ängste und Sorgen geht. Und das sind nun mal dann große Gefühle, die man auch nicht sofort rational dann vom Tisch räumen kann. Das muss man einsehen. Ansonsten gehe ich auch davon aus, dass sich der Markt nach meiner Beobachtung schon zunehmend professionalisiert und auch stabilisiert. Ich würde mal unterstellen, 10, 15 Jahre zurückgedacht, gab es in England im unteren Teil der Premier League schon eine ganze Menge Eigentümer wechseln. Mhm. Aber ich glaube, da nimmt die Entwicklungsgeschwindigkeit auch gerade ab, weil vielleicht die Leute auch sich professioneller mit den Themen beschäftigen und eben auch um die Bedeutung wissen, die ein langfristiges Investment mit sich bringt. Auch nochmal ein Blick vielleicht in die Zukunft. Ich finde es spannend, habe nach Amerika geguckt. Ja. Eins noch ergänzen, weil diese Diskussion wird ja immer geführt. Aber ich habe noch keinen Unternehmer oder Manager erlebt, der bewusst einmal ein Engagement von 100 Millionen vernichtet. Also ich glaube, der muss erst geboren werden. Also das sind immer so Fabelgeschichten. Nein, das sind Profis, die professionell arbeiten wollen, einen Verein entwickeln wollen, wenn möglich natürlich auch irgendwann Rendite erwirtschaften wollen. Aber die steigen nicht ein, um das Ausstiegsszenario schon zu regeln und dann ihr Kapital zu vernichten. Der müsste da auch wirklich entlassen werden, wenn er Manager wäre. Nicht? Das geht wirklich nicht. Also das ist eine Diskussion, die geht an den Realitäten von Verantwortung vorbei. Abschließende Frage, Michael, ein Blick nach Amerika getätigt. Die Golden State Warriors in der NBA 2010 von Herrn Lacob und Herrn Guber für seinerzeit einen Rekordpreis von 450 Millionen gekauft worden. Heutiger Wert von den Golden State Warriors laut Forbes liegt bei 2,6 Milliarden. Also innerhalb von nur 8 Jahren da mehr als verfünffacht. Das ist natürlich für Amerika sehr extrem. Steht uns aber dann eine ähnliche Entwicklung bevor, dass der Wertzuwachs nochmal so extrem sein wird? Also ich glaube nicht, dass der Wertzuwachs nur durch Investoren kommt. Der muss ja überlegen, wo kommt tatsächlich der Wertzuwachs her. Das hat tatsächlich dann mit den anderen Erlösströmen zu tun. Jetzt ist in Amerika natürlich ein anderes System aufgrund der Geschlossenheit. Deswegen sind Investments da vielleicht besser abgesichert, als es eben im deutschen offenen Ligasystem der Fall ist. Also von daher, ich glaube, das wäre eben eine Mehr oder es wäre falsch zu formulieren, dass jeder Investor eine solche Wertsteigerung realisieren kann. Wie gesagt, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Rot-Weiß Essen. Das funktioniert eben bei uns natürlich nur, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, in die zweite Liga aufzusteigen. Das bedeutet aber gleichzeitig natürlich, dass andere Vereine aus der zweiten Liga absteigen. Und von daher ist unsere Wertsteigerung dann natürlich immer zulasten von Wertverlusten anderer Clubs gegeben. Also von daher, das muss man differenzieren. Ich glaube schon, dass wenn wir das System ändern, wenn bestimmte Dinge passieren, wenn bestimmte Dinge dann eben auch noch deutlich weiter professionalisiert werden, dass eine Wertsteigerung da ist. Aber ich dachte, man muss gucken, wo kommen die her? Stichwort TV-Erlöse, Stichwort Digitalisierung, vielleicht eben auch eine bessere Kontrolle eben auch der Gelder, die an Spieler gezahlt werden, etc. etc. Aber wie gesagt, nicht zulasten oder bei uns meistens zulasten dann auch von anderen Clubs. Aber es ist ja auch ein Zeichen, dass der Sport-Business-Markt funktioniert und weiter wächst. Also sonst wären solche Zahlen ja nicht erzielbar. Bitte? Käufer haben, das sind ja immer die Forbes sagt, das ist der Wert. Ja, gut, aber ja, der Markt entscheidet zum Schluss über den realen Wert. Aber ich glaube trotzdem, wir zuletzt eine Transaktion von 2 Milliarden Dollar, glaube ich, im Basketball auch. Also von daher würde ich schon unterstellen, eine Wertentwicklung. Steve Ballmer, glaube ich, hat ehemaliger Microsoft-Chef. Ja, hat er stattgefunden. Und wenn ich mir angucke, was heute eine MLS-Lizenz im Fußball kostet, ich glaube 200 Millionen Dollar ist das Jahr, wo ich dann noch eine Mannschaft und ein Stadion brauche und so weiter und so fort. Glaube ich, da kann man schon noch das Gefühl haben, dass vielleicht auch der deutsche Fußball eher tendenziell unterbewertet ist. Aber am Ende braucht es immer zwei dazu zum Tango tanzen und so weiter. Die Uhr ist auf Rot, die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für die launige Runde, ein aktuelles Thema. Herr Kind, es gibt dann hoffentlich bald positive Infos aus Frankfurt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in selber Konstellation im nächsten Jahr hier wieder. Herzlichen Dank.